Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kitaria Frable. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ich habe hier ziemlich viel verstellt in letzter Zeit, aber ich hoffe, das wird so funktionieren. Ich hoffe, er ist nicht zu laut. Ich mache mal trotzdem ein bisschen leiser. Lieber ein bisschen zu leiser als zu laut, denke ich mir dann in dem Moment. So, wie sieht es denn hier aus? Mein wunderschönes, riesiges Feld. Ich ernte das erstmal ganz kurz. Mit einer Gießkanne, nein, mit einer Sichel. Guck mal, was ich habe, ne? Talisman, 6 Stück. Ups. Ich zeige euch da mal, wo ich die her habe. Also man findet die wohl anscheinend von diesen menschenfressenden Pflanzen, wie ich es gedacht habe. Nur entweder sehr selten oder so. Ich hatte da jedenfalls nicht so viel Glück. Aber man kriegt die Talismane auch woanders, etwas wahrscheinlicher. Das gucken wir uns gleich aber auch noch genauer an. So, Steckzwiebeln. So. Gießkanne. Eins nach dem anderen. So. Jedenfalls können wir uns jetzt vielleicht einen oder anderen coolen Zauberspruch jetzt zusammen basteln. Gucken wir mal. Ich bin eigentlich schon mit meinem ZL-Spruch sehr glücklich. Das ist so ein Bogen-Zauberspruch. Ich kämpfe sehr viel mit Bögen und mit Zauber hier. Mit Schwert komischerweise gar nicht. Eigentlich bin ich immer eher so das Schwerttyp, aber hier irgendwie gerade gar nicht. Vielleicht, weil mir das Spiel, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, solche Ragnarok Online-Vibes gibt. Und habe ich auch oft auf Range Attack gespielt. So, nichtsdestotrotz. Kommt jetzt hier die Sichel und die Gießkanne erstmal rein. Okay. Ich nehme die Talismane schon mal mit. Genau wie die rachsüchtigen Seelen, wo ich übrigens fast 80 Stücke zusammen habe, sehe ich gerade. Na, gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Ein bisschen Saatgut muss ich auch noch kaufen. Wir haben auch einiges an Geld, wie ich gerade sehe. 30.000 ist schon eine Menge. Wenn ich mir jetzt Saatgut gleich noch kaufe, ist es nicht mal ganz 30.000, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, sage ich da mal. Ich kann ja mal so ganz rotzefrech, wie ich bin, mal gucken, ob wir, was wir denn für das nächste Bessere brauchen. Mondstein und ein paar Silberbarren. Mondstein weiß ich gerade gar nicht. Haben wir sowas schon? Weiß ich gerade gar nicht. Können wir irgendwie gucken, Gegenstand anfinden? Nee. Irgendwelche Schneeflocken, verfluchter Bogen. Na, gucken wir mal. Kriegen wir schon noch irgendwie hin? Mit Shamrocks musste ich jetzt auch noch reden. Was wollte der denn nochmal genau? Hi. Hallo, willst du deine Waffe verbessern? Sammle Materialien daraus auf den Feldern oder von Monstern. Dann bring sie zu mir. Ich kann eine mächtigere Waffe für dich erstellen. Und dann war doch hier diese Blaumondsee. Oder halt eben mit Pumpkin reden, wo immer die ist, das wird nicht genau erklärt. Oder, ich besiege so eine Schildkröte am Blaumondsee. Ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich für die Schildkröte am Blaumondsee entscheiden, weil das natürlich die weitaus coolere Variante ist. So, wir haben ein bisschen viele Zwiebeln, wir haben fast gar kein Öl. Egal. Egal. So. Machen wir mal hier 13 Zwiebelringe. Ist ja schon mal ein bisschen was. Können wir wieder gut verkaufen. Ihr kennt das ganze Prozedere ja schon. So, süßer Mais kommt erstmal rein. Die restlichen Zwiebelis. So. Gut. Kaufe ich hier auch noch mal ein bisschen. Steckzwiebelnsamen. Was weiß ich. Ich kaufe einfach mal 45, weil ich so lustig bin. Und 27 Maissamen. Behaupte ich einfach mal. So. Cool. Okay, jetzt gehe ich mal ein wenig weiter. Mit Schwert? Nee, mit Bogen natürlich. Nee, mit Bogen natürlich. So, wir gehen jetzt hier rüber. Hatte ich mal, aber stopp, habe ich mir das nicht eh notiert? Aber ich habe mir doch das auch irgendwie aufgeschrieben, was ich alles brauchte. Mehl, nee, falsche Seite. Ja. 5-mal Talisman und 3-mal Feuer. Ist das das vielleicht? War das das? Dann hole ich mir mal... Ne, 4-mal Feuer war es. Dann hole ich mir das schon mal, weil Feuer brauche ich so oder so, denke ich. Hi Timmy. Gib mir mal 4-mal Feuer. Hast du mal Feuer? Okay. Gucken wir mal, ob wir da jetzt was draus basteln können mit meinem Talisman. Wurde jetzt ein bisschen hinterhergelaufen, aber nicht ganz so viel hin und her gelaufen, wenn ich auf Screen grinden bin. Das mache ich ja gerne mal.
die ganzen Talismane sammeln. Ich zeige euch, wie gesagt, später auch noch, wo man die herkriegt, wenn ihr es nicht eh eigentlich schon in den letzten Folgen mal mitbekommen habt. So, ich muss leider auch ein paar von denen hier mal töten, weil ich brauchte eigentlich noch eine einzige rachsüchtige Seele. Ist einer von euch rachsüchtig? Irgendwie change ja gerade das Target nicht. Nö, sieht nicht so rachsüchtig aus. Schade. Gehen wir mal weiter. So. Da, da. Miep. Sorry, ich mache immer prusische Geräusche. So. Hallihallo. Es geht. Dicker Bär. Hi. Sengende Krone. Das wollte ich, ne? So. Fähigkeit erhalten, sengende Krone. Was macht die eigentlich genau? Ich hab die jetzt einfach gelernt. Bewirkt, das sieht nice aus. Vergie, Werkzauber, Abklingzeit 12 Sekunden. Mana verbraucht mir eine. Okay, baller ich mir mal rein. Ich habe jetzt halt erstmal mit dem Feuerdings. Naja, die ist blöd. Ausgerüstet, Flammenwirbel, in Fessel im mächtigen Wirbel, der Verbrennung verursacht. Weiß ich nicht, ich nehme mal die sengende Krone. Mehr Zugriff. Weiß ich nicht. Natürlich auch schwierig, ne? Weil die Decke um mich herum den ganzen Schaden macht. Ich will eigentlich lieber was, was nach vorne geht. Vielleicht doch lieber den Popo-Meteor. Brauche ich natürlich Sonnensteine und Münzbeutel. Na, schauen wir mal. Frostwelle. Vielleicht sollte ich auch mal in die frostige Richtung gehen, ne? Was hab ich eigentlich? Hab ich eigentlich noch irgendwas für den Pfeil? Nee, leider nur die beiden. Schade. Ah, aber eigentlich ist der Dreifachsehen ja besser. Okay, cool. Erdschild wäre eigentlich auch mal was. Erdklingen? Weiß nicht. Kometenschlag. Erdsphären bewirkt. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Erdschild könnte aber auch praktisch sein. Umgibt dich mit einer Sphäre aus Erdmagie, welche den Gegnern Schaden zufügt. Weiß auch wieder eher, was für ein Nahkampf ist, ne? Was schwierig. Das war ja ganz, ganz große Katastrophe. Heulender Wind entfesselt einen Windstoß, der Gegner zu dir zieht. Dann mit sowas fangen wir gar nicht erst wieder an, ja. Frostwelle, Frostnova. Beschwört einen Schneesturm, der die Gegner zu dir zieht und Frost verursacht. Das finde ich aber auch nicht gut. Ich will ihn nicht bei mir haben. Frostwirbel beschwört einen Eiswirbel, der Gegner zu sich zieht. Nein, die sollen nicht zu mir gezogen werden. Ich will die schon weit weg haben. Vielleicht das hier. Einfach eine Frostwelle. Bedeckt den Boden mit einer Welle von Eisstacheln, die Frost verursacht. Das wäre ja mal was. Vielleicht das. Ich weiß es nicht. Ich muss das mal ausprobieren. Wir gucken erstmal, spalt erstmal die Seelen. Wir gucken mal, wie sich hier der Spaß hier macht. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe wieder keine Mana-Punkte mehr jetzt. So, wir haben auf jeden Fall jetzt eine Mission, liebe Freunde der Sonne. Wir werden jetzt diese Schildkröte versuchen zu besiegen, was wahrscheinlich ziemlich schief gehen wird. Aber das ist okay. Ich möchte es aber trotzdem probieren. Oh mein Gott. Na gut, dann teleportieren wir uns mal zum Waldheiligtum und von da aus müssen wir rüberlaufen. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Wünscht mir Glück. Ich weiß nicht, also ich denke mal, das ist diese eine Schildkröte, die wir schon mal gesehen haben. Davon gehe ich jedenfalls mal aus. Wir werden das dann mal ausprobieren. Das war doch hier ganz hinten, ne? Genau da. Na, schauen wir mal. Kann ich mich da irgendwie hin teleportieren? I doubt. Oder? Nee, doch, das ging doch, oder? Nee. Genau, das konnte ich mich, glaube ich, einfach nur wegteleportieren, aber nicht hin. Das ist ja fies, ne? Da muss ich einfach mal durchrushen. Ich denke mal, das wird schon ganz okay sein, so. Na, schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Schild. Und wie gesagt, wir können den kaufen. Aber das ist natürlich jetzt die Loser-Variante, ne? Das ist, wenn du halt eben nicht so Bock auf starke Kämpfe hast und so. Und die Herausforderung scheu ist. Oder wenn du einfach keinen Bock hast, ewig irgendwie zu grinden und rumzuprobieren.
Finde ich gut, dass das Spiel einen da, sag ich mal, auch Alternativen anbietet, dass man sich es nicht unbedingt erkämpfen muss, dass man sich diesen starken Gegenstand auch einfach so kaufen kann. Das ist ja lieb von den Entwicklern, dafür gibt es einen Kuss auf die Nuss, keine Ahnung, so. Wir schauen jetzt mal jetzt hier. Oh. Okay, also ich muss wirklich ganz nah an den Gegner dran sein. Dahingehend ist vielleicht das eine ziemlich Kacksache gewesen. Also, don't know. Also das war jetzt keine gute Idee, glaube ich, mir diesen Feuerschaden zu holen. Das ist wirklich was, was sich in erster Linie anbietet, wenn man im Nahkampf ist. Aber bin ich halt nicht. Muss ich mir halt eben wieder andere lustige Zaubersachen ausdenken. Oder halt eben mit dem coole Skills mit meinem Bogen lernen irgendwie. Schauen wir mal dann. Ich guck erstmal, dass ich erstmal irgendwie mich aufgeheilt kriege. Das klingt irgendwie komisch, wenn man das sagt. Das klingt wie was anderes. So, okay. Gut, dann gucke ich mal, dass ich jetzt hier möglichst zügig durchkomme. Zur Not muss ich vielleicht... Ja, kommt drauf an, ne, was dieser Schildkrötentyp für ein Pattern hat, wenn er kämpft. Vielleicht kann ich auch noch an den ran und das Ding da mal zünden, weil ich glaube, dieses Flammeninferno-Ding, also diese Flammenkrone hieß die, glaube ich, die macht ja, die macht schon einiges her an Schaden, ne? Also, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie schon einiges an Schaden, ja, anrichten wird. Also, wäre schon dumm, wenn ich den nicht einsetze, aber ich bleib doch lieber eigentlich mehr so auf Abstand. Na, schauen wir mal. Oh, ja. Ich muss vielleicht auch gucken, dass ich vielleicht auch ein besseres Schild in absehbarer Zeit kriege. Geld hätte ich eventuell sogar inzwischen. Das ist vielleicht ziemlich dumm von mir gerade, was ich tue. So, ich mache erstmal die ganzen Blumenreife weg. Huch, aua. Ich glaube, diese waren Wasser-Akku, ne? Oh ja, das ist natürlich jetzt unpraktisch. Mal hier schön alles wegputzen. Yeah, das ist aber ganz schön fresh. Und stunten mich. Dürft ihr das überhaupt? Ist das überhaupt legal? Einfach so krasse Leute zu stunnen? Oder vorne ist er. Ich glaube, den muss ich besiegen. Ist Akku auf mich? Nö, das schön noch. Doch, da ist Akku auf mich. Say what? Ist das Akku auf mich? Ich hab den gar nichts getan. Ich töte nur all seine Freunde. Sag mal nicht so, sag mal nicht so. Wo ist er denn überhaupt? Ich habe ihn jetzt weggeballert. Den gehen mag ich zum Beispiel halt eben auch diesen einen Angriff. Diesen, ja, ich mache halt eben die Angriffe, die die Gegner wegstoßen. Die mit abstoßender Wirkung. Kann es sein, dass der Mr. Schildkröte nur Nahkampfsachen hat? Also irgendwie beeindruckt mich gerade sein Repertoire an Moves nicht wirklich. Ich glaube, der hat nur Nahkampf. Kann das sein? Dann wird das Zufall direkt mal seine Schwachstelle gefunden. Das ist natürlich wunderbar. Oh, fuck! Das wollte ich nicht sagen. Oh Gott! Ich glaube, er macht ernst. Ich habe Angst. What is he doing? Kann ich weg? Sorry, jetzt habe ich ein böses Wort gesagt. Ich versuche, solche Wörter nie zu sagen, aber jetzt gerade ist es aus mir herausgeflohen. I'm sorry. Ich hatte mir nicht gerechnet, dass er das macht. Ich war jetzt richtig schockiert in dem Moment. Treffe ich ihn überhaupt noch? I don't think so. Ich muss auf. Oh! Okay, er kann doch auf Range angreifen. Was willst du denn hier, komisches Blumenelfending? Ich bin hier gerade mitten im Serious Business. Oh Gott, das ist nicht gut. Hä? Wieso hast du den Slime jetzt so oben angegriffen? Bist du doof? Ich glaube, ich halte gerade meine eigene Blödheit. Ne, wir haben ihn. Okay, oh. So, jetzt habe ich einen Kupferschlüssel und einen Schildkrötenpanzer. Cool. Nochmal Entschuldigung für das böse F-Wort, was ich gesagt habe. Das, ich weiß, das darf man nicht sagen. Besonders nicht, wenn man für YouTube-Videos aufnimmt. Das ist... Ich hab heute... zu meiner Verteidigung, ich habe heute viel CSGO und Mario Kart gespielt. Ich bin auf einem höheren Akro-Level als sonst. Da, ich weiß, das entschuldigt das nicht, aber... ja, ich bin auch nur ein Mensch. Ist das okay? Stirb, Blumenelfe! Okay, cool. Ja.
Jetzt habe ich hier natürlich keine Silberschlüssel. Also merke endlich mal ganz viele Silber- und Kupferschlüssel craften. Das hätte ja auch mal sowas, ein bisschen was von Niveau. Um nicht zu sagen Nivea, was? Gut, das haben wir schon mal geschafft. Wenn ich jetzt gut bin, kriege ich jetzt auch noch relativ zügig den Weg zurück hin. Wir schauen mal. Hallo, dicke Raube, nimmer satt. So, schauen wir mal. Nope, nope. Ja, hier vielleicht. Hey, wie hat er mich getroffen? Schon fresh. Scheiße, das sind die mich slowen. Ich warte kurz. Okay, ich warte doch nicht. Denn da ist Raube nimmer satt. Oh nein. Direkt in den nächsten Slow Debuff reingelaufen. Oh mein Gott. Oh no. Jetzt. Huiuiuiuiuiuiui. Okay. Die meinen das ja hier ganz schön ernst, ne? So, jetzt können wir uns nach Hause teleportieren. Zum Fotendorf. Oh ne, da hinten war sogar eine Kupferkiste. No! Die habe ich jetzt gerade voll übersehen. Wir fahren hier vorbei. Wer weiß, wie viele wunderbare Dinge mir schon aufgrund dessen entgangen sind. So, ja genau. Bevor ich ins Bett gehe, noch schnell das Zeug aussehen. Und meine wunderbaren Zwiebelringe verkaufen, dass wir noch ein bisschen mehr Geld machen. Und dann ist eigentlich auch schon alles tutti. Dann geben wir Shamrock seinen oder diesen Panzer. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Eins nach dem anderen. So, okay. Ja, keine Ahnung. Random Zwiebeln, das geht. Ja, coole Sache das. Und hier noch die Zwiebelringe rein. Ja, mit dem Geld. Coole Sache das. So, und schlafen. Dann macht's der Ratzepfü. Es regnet. Ich mag es, wenn es regnet. Da muss ich schon mal nicht gießen. Das ist immer das Beste in Farming Games. Regen. Aber nicht zu viel. Also zu viel ist eigentlich in Farming Games nie schlimm. Aber im echten Leben ist natürlich schlimm. Wenn der Boden dann überwässert und Fluten kommen und... Okay, beruhige dich, Jomi. Das ist mein Spiel. So, wie sieht es denn hier aus? So ein bisschen was kann man ernten. Nicht viel, aber was ist denn hier passiert? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, hier wäre eine Ecke nicht bepflanzt gewesen. Das wäre ja... Das wäre ja undenkbar. Guck mal. Jetzt guck mal, wie fleißig ich alles von Hand. Ja, und stell dich mal vor, ich wüsste das mit der Sichel nicht. Und man müsste alles immer per Hand machen. Unglaublich. Unglaublich. Da weiß man das ja gleich wieder zu schätzen. So, okay. Nichtsdestotrotz. So. So hört uns alles fresh aus. Schmeiß ich schon den Rest hier noch rein. Oh, mit dem Rest meine ich. Das sagt gut. Okay. Und das erstmal und vorerst auch erstmal die rachsüchtigen Seelen, denke ich mal. Okay, und hier können wir auch generell noch ein bisschen was reinschmeißen. Okay. Zwiebelis habe ich, alles fresh. Gut, dann gucken wir mal, was Herr Shamrock zu dem Schildkrötenpanzer sagt. Ich hoffe, er mag ihn. Hi. Oh ne, so. Hi. Ah, du hast es. Wow. Das motiviert mich total. Ich muss mir die neue Ausrüstung überlegen. Hm, oh, entschuldige. Das ist, was war? Irgendwas, also schon entschuldigt. Bitte gib mir einen Augenblick. Ich mache schnell das Dynamit. Fertig. Er schlägt auf mich ein. Ah, da hätten wir es. So. Ah, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich habe mein Bestes versucht. Sieh, ob du beim Fels am Bergtunneleingang es verwenden kannst. Vergiss nicht, dich gut vorzubereiten. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird, nachdem der Fels beseitigt ist. Ich hoffe das Beste, Kumpel. Viel Glück. Alles klar, Bro. Und ich habe einen Silberschlüssel bekommen. Danke, Bro. Apropos Silberschlüssel. Vielleicht sollten wir ein paar Schlüssel mal endlich herstellen. Bro. Wow. Willst du deine Waffen verbessern? Ich bin ein cooler Bär und so. Okay, wartet mal. Ich hätte gerne. Ich brauche eigentlich einfach nur Geld und Eisen und
Geld und Eisen und Materialien und Geld und Eisen. Okay, wir gucken mal, dass wir mal ein paar Silber- oder Kupferschlüssel mal zusammenkriegen. Goldschlüssel weiß ich noch nicht. Wir können ja eigentlich theoretisch zur Not mal ein, zwei mitnehmen. Wäre jedenfalls mal ein Anfang. Schauen wir mal ganz kurz. Gut. Ich nehme jetzt mal das mit. Das nehmen wir mit. Ich brauche wieder dringend ein bisschen Eisen. Hui. Das fehlt mir ein bisschen. Na gut, gucken wir mal. Noch mal ein paar Schlüsselis. So. Food, no. So, okay. Dann würde ich sagen... Kupfer, ja. Nochmal ganzen Kupfer, Silber und Goldbahn. Los geht's. Ach, nochmal. Was weiß ich. Ich kann eh nur zwei Kupferschlüssel machen. Na gut. Und einen Silberschlüssel. Und keinen Goldschlüssel. Okay, das war's dann auch schon. Okay, cool. Wow. So viel dazu. Da schmeiße ich noch mal ganz kurz meine Zwiebel rein. Ich schmeiß gerne meine Zwiebel irgendwo random rein. So. Ich brauche dringend wieder ja, Eisen. Gab es hier nicht irgendwie, da die Kiste habe ich, gab es nicht noch eine Silberkiste? Dachte ich. Wartet mal. Hier irgendwo. Da. Wow! Es war ein Ladepfeil drin. Das könnte etwas sein, was vielleicht gar nicht mal so unkacke ist. Ein Ladepfeil. Gefällt mir. Wir müssen dringend mal Kisten aufmachen, Leute. Ich meine, ist ja klar, selbstredend, ich fange an. Okay, also weiß ich jetzt schon, offscreen, Eisenfarm. Can't wait. Oh, jemini, mini. Wo kriege ich Eisen nochmal her? Von den Golems auf jeden Fall. Und von den Orks. Dann vielleicht auch lieber zu den Orks. Die gehen doch ein bisschen schneller, alle klein zu kriegen. So. Da schmeißen wir hier erstmal alle drei. Meine Wachteln piepsen gerade wieder wie verrückt. So, ja, der Ladepfeil. Fernangriff. Verschießt einen kleinen Pfeil und fügt dem Gegner vor dir Schaden zu. Na gut, warum nicht, ne? Hey, komische Krone. Nee, wir nehmen jetzt hier den Ladepfeil. Oh ja, inzwischen schon so viel. Mal gucken. Mal gucken. So, ja. Dann möchte ich jetzt auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal ganz kurz mit euch gemeinsam zu dem Punkt kommen, der da wäre, dass wir nochmal, dass ich euch nochmal ganz kurz zeige, wo ich die Amulette hier habe. Da haben wir vielleicht noch ganz kurz Zeit. Das geht jetzt auch schnell. Das ist nämlich eine südliche Sanddüne. Das ist, glaube ich, ganz gut geeignet dafür. Wenn es laden würde natürlich, also unter den Punkten, dass die Ladezeiten jetzt auch nicht ganz so lange brauchen. So, okay. Na hier, die Mäusche sind ganz gut. Okay, der war gar nicht mal so gut, ne? Also der Ladepfeil kannst du eigentlich so ziemlich vergessen, habe ich den Eindruck. Also so, ich bin auch gerade in einer ziemlich ungünstigen Situation. Ich wechsle mal aufs Schwert. Manchmal muss man halt einfach auch aufs Schwert wechseln. So, ja, perfektes Beispiel. Gut, der Molch hat es jetzt mir nicht gegeben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. So, jeden Schütze mache ich mal kurz fertig. Ich hätte eben gerne noch ein paar mehr Magieangriffe, die irgendwie was können. Gucken wir dann mal. So, da gibt mir jetzt hier noch so anderen Schwutz. Warte mal. Gehen wir nochmal ganz kurz hier runter. Da müssten, glaube ich, schon ein paar mehr von diesen Molchen sein. Weil eigentlich meinte ich, dass die Molche mir das geben, die Talismane. Ich hatte jetzt auch einfach nur Pech. Haben wir hier noch ein paar Molche? Ja. Okay. Oh Gott. Das sind immer viele Molche. So, gucken wir mal. Oh, der hat da noch gut Leben da.
So. Der hat jetzt hier ein Amulett gedroppt. Amulett, sage ich, ein Talisman. Und Obsidian, was später auch noch wichtig wird für Waffen. Super praktisch, oder? So, nimmt er auch. Sehr schön. Gut, haben wir das schon mal geregelt. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal. Und so, der heißt Jimmy Let's Play. Mystery of Seasons. Das ist falsch. Kateria Fables. Bis zum nächsten Mal. Bye.